Grund und Boden ist keine beliebige Ware. Grund und Boden ist nicht nach Bedarf produzierbar. Auf Grund und Boden kann nicht verzichtet werden. Grund und Boden ist die Grundvoraussetzung menschlicher Existenz. Das Recht auf Stadt ist überall. Auf der Straße, in den Grünanlagen, auf den Plätzen. Und es ist ein Versprechen. Ein zusammenhängender Ort, den sich die Menschen unabhängig von Nationalität, Geschlecht, Religion und Kapital aneignen und stets neu erfinden können. Die Realität ist eine andere. Der öffentliche Raum wird einer kapitalistischen Entwertsetzung unterworfen. Mit dem Mythos der Wohnraumentspannung werden Großprojekte von Immobilieninvestoren legitimiert. Luxuswohnraum und Leerstand, alles für die Rendite. Das Recht auf Stadt ist ein Kampf gegen die Privatisierung, die Spaltung und Kommerzialisierung urbaner Räume. Das Recht auf Stadt steht für einen gleichberechtigten Zugang aller BewohnerInnen zu städtischen Ressourcen. Frankfurt ist eine Stadt für alle. Wir eignen uns Räume ungefragt an. Wir fordern Mechanismen gegen Gentrifizierung, Segregation und Unterdrückung. Das Recht auf Stadt liegt einzig bei den Menschen, die sie bewohnen.